Herzlich willkommen zu meinem Tutorial Handwerk, die Kunst des Gitarrespielens. Zunächst geht es mal um die Position der rechten Hand, die ich festigen will. Wir streichen dazu einfach nur hin und her, vielleicht ein bisschen von der Geigentechnik entnommen, aber wir spielen ja mit den Fingern. Der Daumen streicht über alle sechs Saiten nach unten. Wir starten auf der untersten Saite, der E-Saite. Der Finger berührt die Saite. Ganz wichtig, wir beginnen immer mit Kontakt zur Saite. Schließen die Hand etwas, nicht offen, sondern leicht schließen. Und dann lassen wir den Daumen mal nach unten fallen. Und achten darauf, dass wir rechtwinklig zu den Saiten streichen. Da haben wir den besten Effekt klanglich. Also nicht einfach nach unten den Arm mitnehmen, sondern wir drücken ein wenig die Saiten durch. Um die Gegenrichtung jetzt auch zu verwenden, den gestreckten Zeigefinger einfach den Unterarm nach oben ziehen. Und jetzt hin und her, wie die Wellen des Meeres, die auf den Strand treffen. Jetzt gehen wir mal mit dem Mittelfinger zurück. Und jetzt auch mit dem Ringfinger. Das eine einfache Vorübung für die Bewegung für die Position der rechten Hand. Jetzt gehen wir ein wenig mehr zur Seite. Wir lernen die Grundposition der rechten Hand. Das heißt, der Daumen ist auf der tiefen E-Saite leicht gestützt, Zeigefinger auf der G-Saite, Mittelfinger auf H und Ringfinger auf der E-Saite. Wir achten dabei, dass der Daumen in jedem Fall vor dem Zeigefinger ist. Das heißt, nicht so, sondern wir richten das Handgelenk ein wenig auf. Stellen wir uns vor, eine Schnur wäre hier. Ich hebe es leicht hoch und schiebe den Daumen etwas vor. So. Das ist ganz wichtig, dass die Finger aneinander vorbei können bei der Bewegung, beim Anschlag, beim Spielen, dass wir für alle Finger genügend Platz haben. Und jetzt machen wir einfach mal leichten Daumenanschlag auf jeder Saite viermal. Wie gesagt, erst Kontakt zur Saite, anspielen zur Saite, also immer aus dem Kontakt heraus anspielen. Daumen macht eine schöne kreisende Bewegung. Da kommt er dann besser wieder zur Ausgangsposition zurück, sodass er immer im Fluss bleibt, im Bewegungsfluss. Also ganz leicht anschlagen, gar keine zu starke Anschlagsbewegung oder auch kein Druck. Einfach nur berühren, Kontakt. Einen leichten Druck loslassen.
lassen alle Finger positioniert und machen das einzeln mit den Fingern, mit Zeigefinger. Kontakt, bisschen die Saite andrücken und loslassen. Das ist der Klang. Kontakt, Druck, loslassen. Und der Finger dreht sich nach innen, nicht irgendwo anders hin. Er geht einfach in die Richtung, wie die Hand ihn nach innen führt, zurück. Mittelfinger, der Zeigefinger ist dabei gelöst, ganz wichtig. Der Ringfinger allerdings bleibt auf der Saite. Kontakt, Druck, Klang. Dasselbe mit dem Ringfinger, der jetzt allein noch übrig ist. Der Daumen ist die Stütze hier. Kontakt, ganz wichtig, Druck, loslassen und der Klang entsteht. Ganz leicht, nicht zu stark. Und die Hand nicht verändern, der Daumen bleibt als sozusagen Positionsruder, zeigt an, wo die Hand stehen bleibt und dann ist die rechte Hand eigentlich immer gesichert. Ein Finger ist immer an der Saite. Das ist eine wichtige Gitarrenregel. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig damit inspirieren. Spielt diese Übungen einfach ein wenig weiter durch und dann können wir später in die nächste Stufe gehen.